Da scheint jetzt hin und her zu fahren, okay. Dann nehme ich an, dass wir das brauchen, um irgendwo hinzukommen. Ihr habt es natürlich alle schon gesehen, wir müssen uns durch die Lüftschächte bewegen. Warum nicht? Ich werde genau hier warten. Mach das! Hilfe ist auf dem Weg. In Form von noch mehr Aliens. Aber das ist egal. Also. Was? Stopp. Ja, mach was ich will. Einen guten Frühmann. Läuft schon wieder die Nase, ne? Batterien! Ach, halt die Klappe! Ja. Hier liegen Knochen. Eva. Ich hab jetzt mal eine übel technische Frage, ja? Hier liegen jetzt Knochen. Allerdings, gab es den Unfall in der Testkammer vor höchstens, ja, so Ingame-Zeit. Ja, da höchstens eine Stunde her, oder? Jetzt meine absolut berechtigte Frage, wieso liegen hier Knochen? Ja, wieso liegen hier Knochen in diesem Lüftungsschacht? Ich meine, wer ist hier beim Bau von Black Mesa in dem Lüftungsschacht verreckt? Und ist liegen geblieben, ja? Also, das muss mir irgendjemand erklären. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das sein kann. Ne? So. So, dann gucken wir. Ich kann mal am besten ohne das einen unterkriegen. Wo müssen wir denn lang? Da hinten gibt es Energie. Weiß natürlich, die sollen die ausgespuckt haben, aber wer waren, im Moment, die haben die doch nicht innerhalb von 10 Minuten verdauert und. Sammel das ein, ohne dass du mich kriegst, dafür da. Was? Morphin. Ja, Morphin im Anzug. Macht aber gut Damage, ne? So. Was war das? Erstmal hier lang. Mal schauen, was es hier gibt. Jeden Fall ein Headcrab. Wir haben bloß nur 8% Akku im Anzug. Hat gelädt. Boah, wo ging es denn die andere Richtung hin? Ist egal. Glaub lieber nicht an Wunder und Hilfe von außen. Wie? Ich lieber nach oben. Die Aufzüge funktionieren nicht. Aber wir können immer noch klettern. Ja. Ich mit? Was ist hier oben? Achso, warte mal. Okay, ich warte hier und helfe, wenn noch jemand vorbeikommt.
Hören wir alles aus. Weg. Nein. Nochmal zurück. Wie interessant. Schauen Sie sich das bloß mal an. Interessant, ja? Interessant ist das Wort, und dass du denkst, okay. Boah, steh im Weg, Alter. So. Na gut, ne? 20 Minuten gespielt, 5 Meter vorwärts gekommen. Weil sonst passiert das nur mit Türmen im Wechsel. Ja, komm, auf, jetzt mal wieder still. Jawohl, danke. Kommen wir hier rein. Ich werde Deckung geben. Yep. Hoffe ich zumindest. Wird das? Na du Drecksack! So. Sicher, dass das der richtige Weg ist. Ja, halt die Klappe, du bleibst ja eh hier. Hallo. Aber haben wir schon. Und da. Naja, so einzigartig ist die nicht. Hallo. Speicher mal. Ich muss aber dazu sagen, vielen wird das jetzt wahrscheinlich ein bisschen eklig vorkommen, hier dieser... Dieser Sound, wie hier der Hall erzeugt wurde. Aber das war zu dem Zeitpunkt 98 war das schon wirklich extrem fortschrittlich. Also das haben echt nicht viele Titel gebracht. Lad. Feind in sie. Okay, hier gibt es erstmal etwas zum Laden. Ich will so ein bisschen, dass ich hier durchlaufen kann. Hallo, fette Knarre. Ja, jetzt geht's ab. Das Militär ist also schon da und haben hier einen Schrott hier aufgestellt, das ist gut zu wissen. Ja, gesichert sieht mir aber anders aus, Kollegen.
Bist du jetzt runter durch? Ja! Ja, 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 eine Menge Muni raus ey, aus dem Ding. Fuck. Oh, aber jetzt gibt's bei mir die Slide. Der Anzug ist natürlich schon wieder leer. Das ist nicht so geil. Auch Muni auf der anderen Seite. Das ist ein Lüftungsschacht. Gleich mit der Kiste. Rein. Hey, du ladst du durch. Komm, hau ab! Kacke. Scheiße. Mitarbeiter haben sich zwecks Verhör sofort in der Oberfläche einzufinden. Oh, einer? Ruhe jetzt. Wie sollen wir lieben Mitarbeiter uns den fucking nochmal an der Oberfläche einfinden, ja, wenn die hier überall Selbstschussanlagen aufstellen, ja. Ich will ja nie ganz so meckern, ne, aber so funktioniert das nicht so gut. Wieder eine Tür. Scheint auch der einzige Weg zu sein. So eine Drecksäcke, so eine Drecksäcke, okay, komm ich durch. Ich weiß genau, zu welchem Zweck er spawnt, ihr Drecksvieh. Er sollte diesen Scheiß auslösen, an dem ich gerade dran stehe. Weiß ich doch. Achtung, nasser Flur. Okay. Immer noch dieser blöde Schacht. Was? Ja, Sprung drauf? Nee.
Ach, was doch nach! Er lebt noch! Ja, ja, nicht bewegen! Bleib einfach stehen! Du Drecksack! Suchtrupp Bravo meldet Auftrag mit Priorität 2 als ausgeführt. Komm ich hier durch? Komm! Ja, ich weiß, dass er die scharfe Mine legt. Du brauchst nicht rumpiepsen! Da bestimmt was, hä? Guck mal, pinkeln übrigens. Kann durchaus sein, dass es leider mal eine Pinkelpause gibt. Ich bin immer übel pinkeln. Entschuldigung, aber... Oh, ich muss übel pinkeln. Okay, hier nach oben auf jeden Fall. Hey, 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 bleib! Ich soll ihn doch retten! Warum schießen die auf uns? Verstehe ich nicht. Nachladen. Der Fahrstuhl geht auf jeden Fall. Irgendwie diesen Lüftungsschacht drin. Sturmreparaturteam, begeben Sie sich zur Kommando- und Kommunikationszentrale. Oh. Kleinen Moment. Weiter geht's. Jemand legt es mit Gordon Freeman an. Ah, leer. Sollte Waffen auch nachladen, ne? Shit! Das ist sehr gut. Können wir richtig gebrauchen.
Also Mine. So, wunderbar. Die Kiste schieben, ne? Ist jetzt einfach. Wirkt richtig, ein bisschen zumindest. Auf jeden Fall gibt es hier Munition. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. So. Meine Fresse! Ach! Ganz schöne Anzugenergie wieder weg, ey. Kacke! Ah, falsche Seite. Ja. Werde ich ja auch gleich lang gehen können. Warum dann? Nehmt mich mit. Ich bin der Einzige, der. Der was, hä? Ich hab eine Granate geworfen. Huch. Hast du verdient. Wenn so ein paar harmlose Wissenschaftler hier töten will, da wird halt immer gefressen, ne? Das soll halt wirklich mal vorkommen. So, jetzt mache ich erstmal wirklich ganz kurz, ganz, ganz fixe Pinkelpause, ey, sonst gibt es ja einen Unfall. Okay? Bis gleich.